Wir erklären dir in diesem Video den Ablauf vom Dokumenteninkasso, nennen dir Vor- sowie Nachteile und geben dir noch weitere Infos. Ein Dokumenteninkasso ist ganz allgemein eine Zahlungsmethode bei Auslandsgeschäften. Starten wir direkt mal mit dem Ablauf. Auf der einen Seite haben wir den Exporteur, also den Verkäufer mit seiner Bank. Auf der anderen Seite eben den Importeur, also den Käufer der Ware mit seiner Bank. Außerdem gibt es noch einen Frachtführer, also ein Transportunternehmen. Zuerst muss mal ein Kaufvertrag zwischen den beiden Vertragspartnern zusammenkommen. In diesem Fall wird als Zahlungsbedingung das Dokumenteninkasso vereinbart. Das Dokumenteninkasso startet jetzt beim Exporteur, der dem Frachtführer seine Ware übergibt. Dafür bekommt er die entsprechenden Dokumente. Diese Dokumente gibt der Exporteur jetzt an seine Bank zusammen mit dem Inkassoauftrag. Jetzt gibt die Bank die Dokumente an die Bank des Importeurs weiter. Diese leitet jetzt die Dokumente an den Importeur weiter, allerdings nur, wenn dieser zahlungsfähig und zahlungsbereit ist. Dieser Punkt ist sehr entscheidend für den Erfolg des Ablaufes, dazu kommen wir aber später nochmal genauer. Die Zahlung geht jetzt über die Banken bis hin zum Exporteur. Und der Importeur kann sich gegen die Dokumente die Ware abholen. Wichtig ist hierbei eben, dass es nach Kaufvertrag beim Exporteur startet und die Ware verschickt wird, ohne Sicherheit auf Zahlung des Importeurs. Kommen wir jetzt noch zu weiteren Punkten und starten wir mit Vor- und Nachteilen für beide Vertragspartner. Starten wir mit dem Exporteur. Dieser hat den Vorteil, dass er Eigentümer bleibt, bis der Kunde zahlt. Die Ware bleibt ansonsten nämlich beim Frachtführer bzw. am Hafen. Mögliche Nachteile sind allerdings, dass die Zahlung nicht sicher ist. Dazu hat er auch nur noch wenig Kontrolle über die Ware, die er beim Frachtführer abgegeben hat. Das ist natürlich ein Problem bei verderblichen Waren oder Spezialanfertigungen, die sich nicht anders vor Ort verkaufen lassen. Kommen wir zum Importeur. Ein großer Vorteil ist hier eben, dass er erst zahlt, wenn die Ware im Heimathafen ist. Und durch Kontakte am Hafen hat er zum Beispiel die Option, Ware vor der Zahlung zu sichten und zu prüfen. Ein Nachteil ist hier, dass der Importeur natürlich die Ware nur gegen Zahlung und die Dokumente bekommt. Wann wendet man das Dokumenteninkasso an? Meistens haben hierbei die Geschäftspartner schon Geschäfte gemacht und sind generell sehr groß und haben einen guten Ruf. Bei innergemeinschaftlichem Handel ist das Vertrauen in der Regel auch größer. Ein Problem bei der ganzen Sache ist eben, wenn der Importeur, warum auch immer, nicht zahlt, dass dann die Ware im Ausland liegt und Stress für den Exporteur entsteht. Das war's soweit zum Dokumenteninkasso. Wenn du noch Fragen hast, dann stell die gerne in den Kommentaren. Wenn wir dir mit dem Video helfen konnten, dann lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video.